begrüße euch zu einem neuen Quick-Check-Video. Und ihr wisst, wenn ich so schnell rede, dann habe ich nur 2 Minuten Zeit, um euch ein neues Produkt schnell vorzustellen. Also bleibt dran, denn direkt nach dem Intro geht es bereits los. Bis gleich. Hallo und willkommen zu einem neuen Quick-Check auf Tipps, Tricks, Kurioses und Wissenswertes. Kurz gesagt, TTKW. Mein Name ist Zuschwinsens und heute geht es um Lichterketten. Es geht um Lichterketten mit Batteriebetrieb. Und zwar befinden sich in diesem Paket 4x6 Meter Lichterketten mit einem kleinen Batteriefach. Die Lichterketten kann man entweder auf Off, auf On oder auf Timer stellen. Beim Timer leuchten diese 6 Stunden und gehen dann 18 Stunden aus und gehen nach 18 Stunden wieder für 6 Stunden an. Insgesamt ist die Lichterkette 6 Meter lang. Also jeweils 6 Meter, also insgesamt 24 Meter. Es handelt sich hierbei um Kupferdraht. Insgesamt befinden sich auf dem Kupferdraht 60 kleine LED-Leuchten. Ich habe das Ganze jetzt zu Weihnachten verwendet und das dekoriert auf diesen 60 cm Bäumchen, auf diesen Tannenbäumchen. Ich verlinke euch das beides unten mal, also die Lichterketten sowie die Bäumchen. Also wenn ihr euch was Schönes dekorieren wollt, dann ist das perfekt dafür. Wie ihr sehen könnt, habe ich diese in den Eingangsbereich gestellt. Das wird sehr dekorativ im Eingangsbereich. Die Lichterketten sind IP65 wasserdicht. Das heißt also, sie sind spritzwassergeschützt. Man darf sie nicht direkt in den Regen stellen. Aber Feuchtigkeit macht ihnen nichts aus, sodass ihr diese auch gerne in den Eingangsbereich stellen könnt, wie ihr das hier jetzt seht. Aber ihr könnt die Lichterketten natürlich auch um einen Strauch, um eine Pflanze, um ein Treppengeländer oder sonst wo rumwickeln, wo ihr halt eine schöne dekorative Beleuchtung möchtet. Das ist nicht nur zu Weihnachten, sondern könnt ihr auch für Partys oder für den Alltag nutzen. Das war mein heutiger Quick-Check für euch. Ich hoffe, ihr könnt das Produkt gut gebrauchen. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und wir sehen uns hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ciao und bis bald, euer Zuschwinsens. Und nun legt euch wieder hin.